Wer kommt? Pilatus kommt. Wer kommt? Der Landpfleger von Judäa kommt. Shalom. Salve, Landpfleger. Shalom, sagt man hierzulande. Fehlt euch kein Stein aus der Krone, wenn ihr euch ein bisschen anpasst. Äußerlich natürlich. Shalom. Salve. Ach was. Vielleicht einigen wir uns auf Schalve. Sekretarius! Weder Sturm, mein Landpfleger. Ich habe dich nicht gerufen. Sekretarius! Die Gattin ist immer zur Stelle, wenn man sie braucht. Das stimmt nicht. Warum nicht? Weil ich dich jetzt nicht brauche. Sekretarius! Mein Landpfleger hat gerufen. Gerufen? Gebrüllt habe ich. Dreimal. Was hast du denn? Ich komme dreimal. Warum? Damit keiner deiner Rufe umsonst verhallt sei. Warum hat mich Jupiter nur in dieses Land verschlagen? Ein Jude findet sich eben leichter überall zurecht. Soll das heißen, dass ich hier nicht zurechtkomme? Darf ich dich daran erinnern, dass du in diesem Lande nicht gerade die beste Figur machst? Als Ausländer hat man es eben schwer. Denk an Cäsar in Ägypten. Neppig. Cäsar war Römer. Josef hat sich als Ausländer durchgesetzt. Als Jude in Ägypten. Wer ist Josef? Ist? Josef war der Sohn Jakobs. Und wer war Jakob? Der letzte Patriarch. Und warum ist Josef nicht auch Patriarch geworden? Weil er ins Ausland gegangen ist. Ach, war das der Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde? Wenn sich die Leute bloß die Geschichte so gut merken würden, wie die Geschichten. Höre ich recht? Die Juden haben früher mit Brüdern gehandelt? Jetzt spricht wieder der Römer aus dir. Ich bin Römer. Na und? Einmal in ihrer Geschichte wurde ein Bruder verkauft, schon sind die Juden Bruderhändler. Lass mich noch einmal Römer sein. Sprich, Sekretarius, erfahre ich vielleicht Näheres über Josef, deinen Paradeausländer? Vielleicht kann ich noch was lernen. Wieder typisch römisch. Was? Also, wann hat denn dein Josef gelebt? 2000 Jahre vor deiner Zeit, Landpfleger. Aber lass mich ausholen. Jakob, der Patriarch, hatte 12 Söhne. Die arme Frau, 12 Kinder. Nein, 13, aber 12 Söhne. Das Risiko wurde nach der damals üblichen Methode aufgeteilt, und zwar auf 4 Frauen. Eine hieß Lea, mit ihr baute er Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Ruben war der Erstgeborene. Dann hatte er als zweite Frau Rachel. Sie gebar ihm Josef und Benjamin. Rachel hat eine Magd namens Bilha gehabt, mit der hat er Dan und Naphtali gemacht. Zustände, Zustände. Lea hat auch eine Magd gehabt, Silpa hieß sie. Mit ihr erzeugte er Gad und Aser. Zustände wie im alten Rom. Jakob liebte seine Frau Rachel am meisten. Nicht, weil ich so viel besser bin als die anderen drei. Nein, die sind nur viel schlechter. So liebte er auch Rachels Kinder am meisten. Josef? Tate liebt mich am meisten, weil ich der bunteste bin. Und warum ist er so bunt? Weil mir Tate aus Liebe dieses Kleid hat machen lassen. Fragen hat die Nachwelt. Die Arroganz scheint er von der Mutter geerbt zu haben. Und da war da noch der Kleinste, Benjamin. Oh, ist er nicht süß. Benjamin, die Lilly. Schon gut. Wie gut, dass du die Pille nimmst.
Und die anderen Söhne nahmen das einfach so hin? Oh nein, die waren gar nicht sanftmütig, obwohl sie alle Hirten waren. Sieht man ihnen gar nicht an. Die sehen doch genauso sanft aus wie ihre Lämmer. Hier irrt mein Landpfleger. Was erlaubst du dir? Sei froh, wenn das dein einziger Irrtum bleibt, O Pontius Pilatus. Mach weiter, Sekretarius. Darf ich noch einmal um den Stammbaum Abteilung Lea bitten? Dass nicht wieder Irrtümer passieren. Lea hatte mit Jakob 6 Söhne. Ruben, der Erstgeborene. Das weiß doch jetzt schon jeder. Angeber, eingebildeter Kerl. Darf ich auch? Gestatten? Simeon. Sagen Sie einfach Levi zu mir. Juda, wenn's recht ist. Sonst nichts. Isaschar, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Sebulon, was dagegen? Die Herren hatten auch noch eine Schwester. Dina. Mit D. Wie Dina. Dina traf sich täglich mit einigen Freundinnen am Brunnen. Bei einer solchen Gelegenheit erblickte sie ein junger Mann namens Sichem. Naja, und dieser Sichem schnappte sich Dina. Na bitte, Kidnapping hat's auch damals schon gegeben. Und tat das mit ihr, was er erst hätte tun dürfen, wenn er mit ihr verheiratet gewesen wäre. Nun hört ihr unseren schüchternen Sekretär an. Pilatus, behalte Geschmack. Er soll nicht rumreden. Ich verstehe das. Ich bin Römer. Sichems Papa war Hemor, der Landesherr. Was ist dir denn da eingefallen? Ich liebe Dina. Nimm sie mir zur Frau. Wie bitte? Er soll sie mir zur Frau nehmen. Na gut. Ich werde mit Jakob reden. Weiß Jakob schon von der Sache? Seiner Miene nachzuschließen, ja. Ein Glück, dass meine Söhne noch auf der Weide sind. Wieso? Ich könnte die Bande nicht bremsen. Wer kommt da? Hemor, dein Landesherr. Danke, so sparen wir uns das Vorstellen. Nun, tja, ich darf vorausschicken, mein Sohn Sichem liebt deine Tochter Dina. Gib sie ihm zur Frau. Wird dein Sohn eine Geschändete heiraten? So, jetzt sind die lieben Buben auch da. Sieh da, das trifft sich gut. Was? Du hast hübsche Söhne? Ich habe ein paar hübsche Töchter. Lass uns miteinander verschwägern und wir werden weiterhin gute Geschäfte machen. Die Herren Söhne bilden einen Unterausschuss. Landesvater Hemor lässt einige Details aus dem Sack. Jakob stellt einige Bedingungen, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Alles geklärt. Wo wären denn die Jungen, wenn wir Alten nicht ihr Schicksal in die Hand nehmen? Macht mir keine Dummheiten, bitte. Was meine Familie betrifft, soll nichts von Mord und Totschlag ins Alte Testament. Musik.
Sie sehen mir aber gar nicht gemütlich aus. Sind Sie ja auch nicht. Hemor und Sichem wurden mit dem Schwert zu ihren Vätern versammelt und Dina zurück nach Hause gebracht. Es wird nicht leicht sein, als jüdischer Patriarch glaubhaft zu bleiben, wenn meine Söhne alle Probleme nur mit Gewalt zu lösen imstande sind. Macht mir also keine Vorwürfe, wenn ich den sanften Josef... Warum erzählst du mir diese Räuberstory? Um dir zu zeigen, wie gefährlich die Brüder waren. Auch für Josef. Komm und sei kein Schaf, deine Deidel, denn die Nacht ist da zum Schlaf. Deine Deidel, wer jetzt ruht, ist wie ein Huhn. Deine Deidel sitzt im Nest und legt ein Ei. Ei, 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 ei. Mach's wie das Kamel, deine Deidel, das geht pass und tritt nie fehl. Deine Deidel sagt zu dir, komm, tanz mit mir. Deine Deidel trampel ich gern mal mit dir. Trampelst du einmal mit mir, du trampelst dir. Deidel, 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 heute sind wir froh, froh, froh. Lasst uns singen unser Lied, lasst uns tanzen unseren Trampeltanz. Jeder hüpft heut wie ein Floh, Floh, Floh. Auf und ab, dass jeder sieht, wir sind froh und frei. Dei, 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 Ballett. Josef, der geliebte Josef. Warum sind Sie denn so böse auf ihn? Psst, hör zu. Mir hat schon wieder was geträumt. Ja, wir alle, wir haben auf dem Feld Garben gebunden. Auf einmal ist meine Garbe aufgestanden. Die euren aber haben sich vor meiner Garbe verneigt. Aua! Pflege. Du willst wohl König werden! Oder Präsident! Und wir sollen wohl alle vor dir auf die Knie fallen, was? Das könnte dir so passen! Ja, mir hat nämlich noch etwas geträumt. Ei, was denn? Die Sonne, der Mond und 11 Sterne haben sich vor mir verneigt. Was war das? Ein Kurzschluss.
Das passiert immer, wenn die Sicherungen durchbrennen. Wir bringen ihn um, wir bringen ihn um. Wir bringen ihn um! Brüder, hört mich an. Die Sache mit Dina und Hemor war schon peinlich genug. Mach einen anderen Vorschlag. Wir werfen ihn da drüben in die Grube. In die Grube mit unserem König. Mit unserem Traumkönig. Mit unserem Lieblingskönig. Und sein buntes Gewand tauchen wir in Ziegenblut und bringen es dem Tate. Alten Rom, ich weiß. Ich verbitte mir das. Ich werde meine Gouverneure anhalten, diesem Volk etwas auf die Finger zu klopfen. Oh, mein Sohn, mein Josef, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Und was ist mit Josef passiert? Verkauft haben sie ihn. Verkauft? Wie ein Stück Vieh verkauft? Wie einen Sklaven vielleicht? Lass die Anzüglichkeiten, Sekretär. Verkauft also? An eine Karawane Richtung Ägypten. Josef konnte damals nicht ahnen, dass er an diesem Strick der Erfüllung seiner Träume entgegengezerrt wurde. Da gibt's aber bequemere Wege. Hört den Römer. Ich bin mit dem Schiff hierher gekommen. Und hier gehen deine Träume in Erfüllung? Auch Albträume sind Träume. Na, siehst du. Was will er? Von ihm spricht man. Wer redet in 2000 Jahren von mir? Wer weiß? Vielleicht wirst du auch berühmt. Da kannst du warten. Meinetwegen, bis euer Messias kommt. Ist das dein Credo, o Landpfleger? Was soll der Pontius im Credo? Genug. Wir machen weiter. Mit Verlaub, es ist sicher nicht gut, das Alte Testament mit dem alten Rom zu vermischen. Wird ja auch Zeit für ein neues. Rom? Testament! Mein Gemahl. Warte mal, du bist dick. Mit seinen Inhabern in Ägypten ein. Und auf einem der dort üblichen Märkte haben sie ihn weiterverkauft. Honig, süßer Baum, Honig, Schielenten, Honig, süßer Baum, Honig, Haschisch, besser zu morgen. Sklaven, 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 die besten Sklaven, die allerbesten Sklaven, erste und zweite Wahl. Geräuschere Krokodilschenkel! Kräftige liebe Sklaven, Sklaven ganz frisch eingetroffen, die beste Ware aus Assyrien, Sudan und Judäa. Den da. Oh, da habt ihr aber einen guten Kauf getan, o Potiphar. Potiphar? Den hat's also wirklich gegeben? Wieso nicht? Ich dachte, der kommt nur in leicht schlüpfrigen Liedern der goldenen 20er Jahre vor. Welcher 20er Jahre? Lass nur, römischer Waldblick. Ja, Potiphar. Er war Kämmerer und Oberster der Leibwache des Pharao.
Potiphar musste sehr bald bemerken, dass sein Josef einen sehr fähigen Mann erworben hatte. Wozu sind wir denn der Sklavengewerkschaft? Ein tüchtiger Bursche. Jedenfalls kennt er weder Rücksicht noch Respekt. Josef diente sich durch den ganzen Hausstand. Du machst das falsch. Du musst das anders machen. Du machst das falsch. Du musst das anders machen. Ihr macht das falsch. Ihr müsst das anders machen. Potiphar war jedenfalls... Darf ich selber sagen? Oh, bitte, bitte. Scheiß dich nicht an. Ich war damals sehr zufrieden mit ihm. Was er anpackte, glückte. Ein Gottbegnadeter. Ich machte ihn so nach und nach zum Verwalter all meiner Güter. Und ein fescher Kerl ist er inzwischen geworden. Ja, ja. Richard Burton hat ihn später gespielt. Fast ein bisschen zu fesch. Man kann nie fesch genug sein. Das ist übrigens der Punkt, wo es Zeit wird, an Frau Potiphar zu denken. Josef, ach Josef, was bist du so keusch? Da-di-da-da-da-da-la-la-la-la. Pilatus, wie vulgär. Was ist dir lieber, vulgär oder schwul? Pilatus! Naja, und dann ist es eben einmal passiert. Was ist passiert? Josef? Josef? Ja, Herrin? Josef, komm. Leg dich zu mir. Dein Gatte, mein Herr, hat mich zum Verwalter des Hauses, aber nicht über dich gemacht. Bürokrat. Oh, leg dich zu mir. Ich will diesen guten Posten nicht verlieren. Opportunist. Komm, leg dich zu mir. Zieh dich nicht so. Außerdem gehört sich das nicht. Tja, das gehört sich auch nicht, dass mein Mann sich nie um mich kümmert. Leg dich zu mir. Komm. Oh nein. Herrin, Herrin, nein. Bitte, was tut ihr? Oder... Herrin, dann... Ich wiederhole meine Frage. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Aber warum hat Frau Potiphar dann so schrecklich reagiert? Aus Enttäuschung? Aus Angst vor Josef. Aus Angst? Natürlich. Auf Ehebruch stand damals für Frauen in Ägypten die Todesstrafe. Oh, Jupiter, natürlich. Wenn er sie verraten, auffeiern. Mir schwamm Schlimmes. Was ist mit Josef passiert? In den Knast ist er gewandert. Ich verstehe nicht, wenn du Jüdisch sprichst. Wie heißt das auf Lateinisch? Ins Gefängnis musste er. Ich hätte sie bestimmt nicht verraten. Wäre mir doch viel zu peinlich gewesen. Aber gibt's denn hier nichts, wo man tüchtig sein kann? Der hohe Amtmann war... Wer ist das?
Bei euch sagt man Gefängnispräfekt. Also heißt das Gefängnispräfekt. Und? Der Amtmann-Präfekt sollte bald seine Freude an Josef haben. O Isis und Osiris. O Isis und Osiris. Josef hat es also wieder einmal geschafft. Ich bewundere ihn. Der Amtmann übertrug ihm die gesamte Gefängnisverwaltung. Den Posten kann er haben. Lebenslänglich. Komm, Josef, ich hab wieder was geträumt. Eine seiner Begabungen war seit seiner Kindheit in ihm wach geblieben. Die Traumdeuterei. Wenn gerade nichts zu organisieren oder zu reformieren war, ließ er sich von allen nur greifbaren Personen ihre Träume erzählen. Nun, Traum, Josef, deute mir dies. Dein Traum, o Amtmann, verheißt Gutes. Er wird dir... Ein guter Trick. Immer Gutes prophezeien. Ganz schön karrieresüchtig, der Junge. Typisch, würde ich sagen. Typisch. Gemach, gemach, o Landpfleger. Das Zeug musste ja auch in Erfüllung gehen. Ein kleines Frühstück. Wie hat er denn das gemacht, der süße Schlingel? Nix hat er gemacht. Es ging einfach in Erfüllung. Na schön, das ist wie das Horoskop in den Zeitungen. Damit kann er ein paar Häftlingen ihre Langeweile vertreiben. Wie du meinst, o Landpfleger. Tu nicht so geheimnisvoll. Und ganz so einfach lag der Fall ja doch nicht. Warum tut er so geheimnisvoll? Wahrscheinlich nähern wir uns einem dramaturgischen Höhepunkt. Heraus damit! Die große Prüfung für Josefs Kunst stand ihm erst noch bevor. Ah! Oh! Nein! Ach, gebt Ruhe! Ich hab schon wieder was geträumt. Schon wieder dasselbe. Man rufe meine Traumdeuter! Alle! Und hurtig, wenn ich bitten darf! Aha, mir schwant etwas. Na, nebbi. Wird ein bisschen viel geträumt im alten Ägypten. Solang's wem was einbringt. Verstehe. Ihr macht sogar aus Träumen ein Geschäft. Meine Herren, mir hat schon wieder dasselbe geträumt. Schon wieder? Heiliger Deutschland. Ein eintöniges Programm. Typischer Fall von Überkompensation. Wer soll denn dieses Wirrwarr deuten? Diesmal aber will ich die Deutung. Sonst gibt's Opfer. Was? Ich hab's. Was? Ich hab's. Er hat's. Solange er's hat, hab ich's nicht. Also, man erhöhe ihn. Aber nicht höher als mich. Genügt. Ich höre. Wir hören. Ah! Entschuldigung. Noch einmal sowas und der Betreffende gehört dem Osiris. Also, ich höre. Wir hören. Nicht weit von hier, in Eisen gegürtet, im Käfige hockend, von Glück und Gemach verlassen, sitzt er. Wer? In Eisen gegürtet, im Käfige hockend. Wer? Von Glück und Gemach verlassen. Wer?
Wer? Sitzt er. Wer? Der Mann, der den Traum wahrscheinlich deuten kann. Wo ist er? Im Gefängnis. Wie heißt er? Josef. Her mit diesem Josef. Das ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass der Begriff Know-how auftritt. Ist das was Unanständiges? Mm-mm. Mein Landpfleger hat recht. Bei uns sagt man gewusst wie. Dankeschön. Darf ich trotzdem um eine Übersetzung bitten? Know-how. Er kann es zwar selber nicht, weiß aber jemanden, der es kann. Ich würde den Mann befördern. Sie meinen, Kollege Landpfleger? Unbedingt. Ein moderner Herrscher hat für jede Bildungslücke einen Berater. Befördern? Vielleicht zum Statthalter? Dazu ist er fast zu intelligent. Boing. Lümmel. Ich mache dich zum Dekan der Lehrkanzel für Traumdeuterei. Und wo wirst du den Lehrstuhl errichten? Ich werde ihn etwas links ansiedeln. Auf, nun, was ist mit der Deutung? Welche Deutung, bitte? Die Deutung meines Traumes. Darf ich mich ein letztes Mal in Ihre inneren Angelegenheiten einmischen? Noch eine Unterbrechung und es gibt diplomatische Verwicklungen zwischen Ägypten und Judäa. Wir kennen Ihren Traum noch nicht, Sie Nilwellenschaumkamm der Weisheit. Ach so. Ja. Ungern aber doch. Sie haben recht. Nun höre. Eines Nachts stand ich im Traum am Ufer des Nils. Das Wasser wogte unergründlich, weil undurchsichtig vorbei. Die Krokodile tummelten sich lieblich und klapperten verspielt mit ihren blendend gelben Zähnen. Keine Details. Den Traum. Da stiegen plötzlich 7 schöne, fette Kühe aus dem Wasser. Erst müssen die Krokodile weg. Warum? Sonst kommen die Kühe nicht weit. Also gut, die Krokodile waren weg. Die 7 schönen, fetten Kühe stiegen also jetzt ungehindert aus dem Wasser. Nach diesen, aber kamen aus dem Wasser 7 hässliche, magere Kühe und fraßen die 7 schönen, fetten Kühe auf. Und? Da bin ich aufgewacht. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Ich sah 7 Ähren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Daneben sind andere Ähren aufgegangen, wieder 7, aber sie waren dünn und versenkt. Und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 dicken Ähren. Und? Das alles habe ich diesen unfähigen Traumdeutern mehrmals erzählt. Und sie konnten es nicht deuten. Und? Jetzt bist du dran. Nichts leichter als das. Seid glücklich, Ägypter, dass ihr einen solchen Herrscher habt. Denn Gott hat ihm verkündet, was er vorhat. Ich? Mir selbst? Nein, Gott. Nun höre. Die 7 fetten Kühe und die 7 fetten Ähren,
Das sind 7 Jahre. Die 7 mageren Kühe und die 7 mageren Ähren, das sind auch 7 Jahre. Macht's zusammen 14. Stimmt, setzen. Es werden kommen in Ägypten 7 Jahre des landwirtschaftlichen Überflusses. Und dann werden kommen 7 Jahre der Hungersnot. Und wann? Naja, du hast es 2-mal geträumt. Also wird's wohl bald losgehen. Und was ist zu tun? Ich sage ja, Gott meint es gut mit Ägypten, indem er seinem Herrscher eine absolut sichere Wirtschaftsprognose zuspielt. Was ist zu tun? Wenn es gelingt, in den kommenden 7 fetten Jahren dennoch sparsam zu wirtschaften, dann werden die anschließenden mageren 7 Jahre nicht allzu schwer zu überstehen sein. Kurz, wir brauchen eine konzertierte Aktion. Gut, dann fang an. Was anfangen? Na gut, zu wirtschaften. Du sollst mein neuer Landesvorratsverwalter sein. So eine Art Sonderministerium für Ernährung. Und Josef wurde ausgestattet, wie es sich für einen Minister gehörte. Zuerst bekam er vom Pharao einen Ring. Dann wurde er in kostbare Leinwand gekleidet. Wieso Leinwand? Das war das Beste, was damals auf dem Markt war. Naja, mit guter Unterwäsche. Und eine Dienstsänfte. Mit Trägern. Neppig, zum Selbsttragen wird sie sein. Doch, das gab's auch. Stopp! Das ist aber mehr für unsere jungen Playboys. Nett, sagt der Playboy zum Girl. Liebling, der Mond scheint. Wollen wir ein wenig ans Meer rennen? Pilatus, die biblische Liebe findet nicht am Meer statt. Und der Pharao sprach zum Volk. Und in den nächsten 7 Jahren muss gespart werden und gespart und wieder gespart. Und dann werden wir es erreichen. Das ist des Landes Vater. Ich bin der Pharao. Aber ohne seinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägypten. Wie alt war der Junge damals? Geradeaus 30 Jahre. 30? In Rom wird man Senator vielleicht mit 60. Wenn du gut bist, vielleicht schon früher. Wenn du gut bist. Gut sein. Was sind das für Chancen? Und der Pharao gab Josef auch eine Frau. Sie hieß Asenath und war die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Eine gute Partie? Töchter von Priestern waren immer eine gute Partie. Drum haben sie wahrscheinlich später den Zölibat erfunden. 2 Söhne hat er auch bald bekommen. Menasse und Ephraim. Eine glückliche Familie. Was ist dir, mein Gebieter? Die 7 fetten Jahre fangen an. Ich muss verwalten gehen. Jetzt ging's los. Josef hatte es gar nicht so leicht, den wirklich reichlich strömenden Überfluss in den Griff zu kriegen. Sag das einem Römer. Es ist sehr schwer, gute Zeiten vernünftig zu verwalten. In guten Zeiten besteht immer die Gefahr einer kurzsichtigen Planung. Das ist natürlich. Das Volk will sich auch was abschneiden vom Bruttosozialprodukt. Und was das Volk einmal hat, kann man ihm schwer wieder wegnehmen. Natürlich, ihr denkt immer nur an die Profite. Ich sehe es beim Einkaufen. Hauptsache, die Geschäftsleute verdienen. Und das Volk soll immer vernünftig sein. Vernünftig. Ha! Man muss so etwas zentralistisch aufziehen. Jeder muss liefern.
Und Josef schaffte es auch. Die Kornspeicher füllten sich in den 7 fetten Jahren. Ich würde Josefs Leistung nicht überschätzen. Und wieso nicht? Naja, schließlich hatte doch Gott seine Hand deutlich im Spiel. Gott hat seine Hand immer im Spiel. Man muss die Zeichen nur zu deuten wissen. Aber die Geschichte gibt einem doch erst hinterher recht. Warst du dir immer ganz sicher, dass die 7 fetten Jahre auch durchhalten? Absolut sicher. Naja, dazu muss man erstens an Gott glauben. Und zweitens muss er aber auch Zeichen geben. Gott gibt immer Zeichen, du bemerkst sie nur nicht. Und wie mache ich es, um sie zu bemerken? Großer Landpfleger, wo immer du auch bist, sag dir immer vor, ich bin maximal der Zweitgrößte. Es gibt immer noch einen Größeren. Jetzt hat er dir ganz schön eine gewischt. Ganz schön arrogant, der Typ. Der Rausch der Karriere. Ich dachte immer, biblische Figuren sind frei von niederen menschlichen Regungen. Denk an die Frage, wie kam der Pontius ins Credo? Schmonzers, wie er sagt. Alles manipulative Spekulationen. Alles Interpretationen. Aber unser Sekretarius interpretiert doch auch. Vielleicht tun wir dem Josef bitter Unrecht. Ich bin bereit, das alles zu akzeptieren, wenn mir die Geschichte auch einmal solche Gerechtigkeit widerfahren lässt. Die Geschichte, Pontius Pilatus, lässt nicht mit sich handeln. Bevor ihr euch völlig in Plattitüden verliert, darf ich darauf aufmerksam machen, dass die 7 mageren Jahre bereits begonnen haben. Die privaten Vorräte waren sehr bald aufgebraucht. Ja, und in den Zeiten der Rezession wenden Sie sich an die Regierung. Wir haben Hunger! Wir haben Hunger! Wir wollen Brot! Wir haben Hunger! Wir wollen Brot! Und geht hin zu Josef. Was er sagt, das tut. Das sagt mein Kaiser auch immer. Aber sie tun's nicht. Verzeih, dem Josef folgten sie. Ja, Hunger macht gefügig. Den Römern geht's zu gut. Das sage ich ja immer. Josef öffnete die vollen Kornkammern und verkaufte den Ägyptern Getreide. Wer die Ernährungspolitik im Griff hat, hat das Volk in der Hand. Aber irgendwann musste doch der Moment kommen, wo das Volk kein Geld mehr hatte. Dann werden sie eben mit ihren sonstigen Besitztümern bezahlen. Kurz gesagt, so nach und nach ging das gesamte Land in den Besitz des Pharao über. Am Schluss sogar die Menschen. Ein Land von Leibeigenen also? Ja, aber der perfekte Weg zur Rentensicherung. Ob das eine von Gott gewollte Entwicklung war? Gefährliche Thesen, Pilatus. Vergiss nicht, es war die einzige Möglichkeit, dem Volk Essen zu geben. Und es hatte zu essen. Kommunistischer Zentralismus unter göttlicher Lenkung. Das schafft doch nur die Bibel. Apropos Bibel, wie geht's eigentlich Josefs kanaanitischen Verwandten? Wem? Na, Jakob. Und seinen unfreundlichen Söhnen. Jakob, ja. Auch seine Familie nagte bereits am Hungertuch. Werft nicht Knochen weg, an denen noch was dran ist. Wie lange sollen wir denn noch daran herumnagen? Wir können doch keine Knochen fressen! Sind wir Hunde? Immer schimpfen und immer schimpfen. Da war mein Josef schon ein anderer. Josef ist tot. Es hat keinen Sinn, ihn uns dauernd vorzuhalten. Josef ist tot. Und wir verhungern.
Zieht hin nach Ägypten. Dort gibt es Brot zu kaufen. Nehmt all unser Geld und kauft Brot. Endlich eine Entscheidung. Benjamin, der Jüngste, soll da bleiben. Er ist zu jung und ich will nicht allein sein. Wetten, die Bande kriegt auch das nicht ohne Zwischenfälle hin. Jakob sollte recht behalten. Die näheren Umstände allerdings konnte er nicht vorhersehen. Josef doch helfen. Das kann doch kein Problem sein. Abwarten, Landpfleger. Auch Josef ist nur ein Mensch. Steht auf. Erkennt ihr sie? Natürlich erkenne ich sie. Woher kommt ihr? Aus dem Lande Kanaan, Herr. Wir wollen Getreide kaufen, Herr. Sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn nicht. Nein, Sie erkennen mich nicht. Bewegt es ihn? Natürlich bewegt es ihn. Lebt euer Vater noch? Siehst du? Unser Vater Jakob lebt. Wir sind seine Söhne. Der Jüngste, Benjamin, ist zu Hause. Und einer ist nicht mehr bei uns. Und wo ist der eine? Er ist tot. Ihr seid Spione. Ihr wollt sehen, wo unser Land eine schwache Stelle hat. Nein, Herr, wir sind keine Spione. Wir sind nur nach Ägypten gekommen, weil wir Brot kaufen wollen. Das ist eine große Hungersnot. Verkauf uns Korn, Herr. Wir wollen ja zahlen. Ein teuflisches Spiel, das er da treibt. Sie haben ja seinerzeit auch nicht gerade brüderlich an ihm gehandelt. Wie weit treibt er das wirklich? Er ließ sie zuerst einmal 3 Tage einsperren. Ihr schlechtes Gewissen hat sie sehr bald auf die richtige Spur gebracht. Ja, das ist die Strafe für unser Handeln an unserem Bruder Josef. Wir haben die Angst in seinen Augen gesehen, damals in der Grube, wie er uns angefleht hat. Aber nein, wir haben ihn ja nicht erhört. Warum sitzen wir jetzt in diesem Loch? Ich hab's euch gesagt. Versündigt euch nicht an dem Buben. Aber ihr musstet ihm ja unbedingt etwas antun. Jetzt wird sein Blut gefordert. Lassen Sie bitte dieses sentimentale Kapitel bis zu Ende über sich ergehen. Meinen Brüdern geschieht nichts. Daher gestatten Sie mir, noch eine Zeit lang weiter hart zu bleiben. Ich kenne sie nicht wieder. Die stolzen Brüder. Ein kleiner Schuss vor dem Bug und schon sind sie abrechtbar wie Hunde. Das liegt am System. Wenn die mich hier so ließen, wie den Josef, dann...
Du missverstehst, huldvollst, o Landpfleger. Daheim, in ihrem angestammten System, sind sie ihre eigenen Herren. Der Chef ist ein primus inter pares, um mich in deiner Sprache auszudrücken. Unordnung herrscht. Ein Sauhaufen, wenn jeder tut, was er will. Oh, sie haben Gesetze. Gesetze der Religion, in denen sie schalten und walten können. Anarchie heißt das. Sie sind frei, im Guten wie im Bösen. Und wild. Aber wo ist das Wilde jetzt? Sie befinden sich plötzlich in einem anderen System. Hier gibt es Wächter, Polizisten. Ein Wink eines Hochgestellten genügt und man wird seiner gewohnten Handlungsfreiheit beraubt. Du bist gewohnt, alles selbst zu tun und weißt plötzlich nicht, was mit dir geschieht. Ordnung, lieber Freund, Ordnung. Verlängerte Arme des Gesetzes. Sicher. Aber in der Freiheit, wie sie die Brüder kannten, waren sie so gut, wie es die jeweilige Situation verlangte. Hier aber kann man schlecht sein, so viel man will. Hauptsache, die Polizei kommt nicht drauf. Das muss einem doch den geistigen Magen umdrehen. Na, 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 na. Aufsicht und Ordnung sind noch lange kein Freibrief, die eigenen Werte wegzuschmeißen. Werte wegzuschmeißen? Die eigenen Werte verkümmern nur, weil ja eh alles die Obrigkeit macht. Und das verwechselst du mit der... Nennen wir es vielleicht so. Josef ist auf der Zivilisationsleiter eine Stufe höher. Der erste Schritt in einem Zivilisierungsprozess ist nun einmal Einschüchterung. Brutale Einschüchterung. Aber es sind doch nicht irgendwelche Wilde. Es sind doch seine Brüder. Bevor wir uns total missverstehen, Sie kennen meine Geschichte. Meinen Brüdern wird nichts geschehen. Sie haben nur von den Unterdrückten gesprochen. Keiner denkt an den Unterdrücker. Lassen Sie mich den Beweis antreten, dass ich, wie es sich für eine biblische Vorbildfigur gehört, schon wusste, was ich tat und was ich tue. Auf! Folgt uns! Wohin? Zu unserem Herrn! Füllt ihre Säcke mit Getreide, so voll ihr könnt. Na also. Ihr aber zieht nach Hause und bringt mir euren jüngsten Bruder Benjamin nach hier. Den da behalte ich als Pfand. Und ihr könnt gehen. Kommt mir nicht ohne euren Jüngsten wieder. Sonst muss dieser da sterben. Ja, ja. Politik macht hart. Aber der eigenen Familie gegenüber... Als sie bei Jakob wieder angelangt sind, entdecken sie noch eine psychologische Teufelei Josefs. Ist das für ein Mann, dieser Ägypter? Josef ist nicht mehr. Er nimmt mir Simeon und meinen Jüngsten will er auch noch haben. Dann gibt er euch Getreide und nimmt das gute Geld nicht. Einen Rebach will er nicht. Nicht einmal ein gewöhnliches Geschäft. Will uns der Mann mit seinem Getreide nur zu unserem Unglück am Leben erhalten? Seid still! Ich muss klären. Lange Zeit konnte sich Jakob nicht entscheiden, wie er sich verhalten sollte. Aber irgendwann ist doch sicher das Getreide ausgegangen. Eben. Und dieser Umstand beschleunigte Jakobs Gedanken. Mag sein, was da will. Meinen Benjamin bekommt er nicht. Tate, ich will Bürge für ihn sein. Wenn ich ihn nicht wiederbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Dieser Josef, der schafft es noch, aus seinen Brüdern Menschen zu machen. Kommt dir ein Licht, o Landpfleger? So sei es. Bringt dem Mann Geschenke. Ein wenig Balsam, Honig, Harz, Myrrhe und Mandeln. Nehmt das Geld mit, das er nicht nehmen wollte. Nehmt auch anderes Geld mit und bezahlt alles. Sicher war das beim ersten Mal nur ein Irrtum. Und Shalom Aleichem, Gott sei mit euch. Nehmt meinen Benjamin mit. Shalom Aleichem. Also diesmal muss doch alles gut gehen. Alle Bedingungen sind erfüllt. Josef empfing sie immerhin schon in seinem Haus. Habt ihr euren jüngsten Bruder mitgebracht?
Hier ist er, unser Benjamin. Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Wissen möchte ich, was jetzt in ihm vorgeht. Was soll in mir vorgehen? Ich sitze mit meinen Brüdern zusammen und meinem jüngsten Bruder schmeckt's. Die härteste Prüfung seiner Mutter folgte noch. Jetzt grenzt's aber schon fast an Sadismus. Was hat er denn um Gottes Willen noch auf Lager? Er ließ die Säcke seiner Brüder wieder mit Getreide füllen und ließ das Geld wieder oben auflegen. Was soll denn das? Ja, richtig gesehen. Ein silberner Becher. Befehl von Josef. Der silberne Becher meines Herrn wurde gestohlen. Der ist des Todes, bei dem er gefunden wird. Gleich des Todes? Ich passe. Das geht selbst mir zu weit. Wem gehört der Sack? Benjamin. 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 Ach, Benjamin. Und immer Benjamin. Das sind unlautere Mittel. Anmaßend. Und haben mit eurem Gott sicher nichts mehr zu tun. Josef ist kein Gott. Wenn er so weitermacht, wird er das auch noch. Was sollen wir tun, o Herr? Gott straft uns für eine Missetat. Wir alle wollen deine Sklaven sein. Nein. Der, bei dem der Becher gefunden wurde, soll mein Sklave sein. Was sollen wir tun, o Herr? Gott straft uns für eine Missetat. Wir alle wollen deine Sklaven sein. Nein. Der, bei dem der Becher gefunden wurde, soll mein Sklave sein. Das kann nicht geschehen. Unser Vater Jakob ist alt. Er liebt seinen jüngsten Sohn über alles. Du hast gesagt, wir sollen ihn bringen. Wir haben gesagt, unser Jüngster kann seinen Vater nicht verlassen. Das überlebt unser Vater nicht. Wir haben dir unseren Jüngsten gebracht. Aber unserem alten Vater haben wir versprochen, dass wir ihm seinen Jüngsten wieder zurückbringen. Jetzt willst du ihn hier behalten. Und ich sage dir, das wird nicht geschehen. Es sei denn, du wolltest unseren Vater töten. Hast du denn selber keinen Vater, dass du den unseren so leicht töten könntest? Jetzt. Jetzt. Bitte. So viele gute Menschen auf einem Haufen, das gibt's nur in eurer Bibel. Das muss doch genug sein. Vatermörder. 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 Wer sagt denn, dass wir nicht dein Leben gegen das unseres jüngsten Bruders tauschen mögen? Ja! Lass sie nur kommen, deine Schergen! Das Leben unseres Bruders und unseres Vaters verwirkt, soll auch das unsere nicht mehr wert sein. Deins auch nicht. Lasst ab von ihnen. Lasst uns allein. Hey, eine tolle Organisation hast du hier. Das ist ja fantastisch. Ja, funktioniert alles wie am Schnürchen. Auf den Wink. Wie er angibt. Du könntest unser Bruder Josef sein. Was ist mit eurem Bruder, Josef?
Ein guter Junge. Aber ein Angeber. Wie du. Immer was Besseres. Wie du. Hat uns Tölpel gereizt bis aufs Blut. Wie du. Und dann haben wir... Was dann? Eines Tages hat er wieder einmal den Herrn gespielt. Wie ich. Und dann wollten wir ihn töten. Wie mich. Aber wir haben ihn nicht getötet. Wie mich. Sondern verkauft. Wie mich. Nach Ägypten. Wie mich. Hey, ich beichte hier und er zieht mich auf. Halt! Ruben, du hattest schon immer eine lange Leitung. Was soll das? Kichert nicht. Wisst ihr, was er meint? Also. Wollen mal sehen. Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Asa, Benjamin und Josef. Josef. Ich, Josef. Der Angeber, der Bessere, der Gescheitere. Alles in allem eures Vaters Sohn, euer Bruder Josef. Noch was zu erledigen, großer Bruder? Jetzt erkenne ich meine Brüder wieder. Einen Moment noch. Und ihr schert euch raus. Morgen 3 Stunden Sonderexerzieren. Oh, du hast es aber zu was gebracht, Bruder Josef. Und jetzt weiß ich auch, warum Gott zugelassen hat, dass ihr mich hierher verkauft habt. Um euch einst retten zu können vor dem Hunger. Kommt her zu mir, meine Brüder. Schluss. Aus. Aus? Wieso aus? Ganz richtig. Intimsphäre bleibt Intimsphäre. Sie haben natürlich sehr viel geweint. Klar, der Schock. Ich muss sagen, mich hat's ganz schön hergenommen. Also ich habe geweint. Klar, du weinst ja auch bei einem Judenbegräbnis. Wenn's schön ist? Judenbegräbnisse sind immer schön. Aber was haben die jetzt gemacht? Den alten Jakob mit der erfreulichen Nachricht umgebracht? Oh nein. An einer positiven Nachricht ist noch kein Jude gestorben. Wieder ein Begräbnis weniger. Vater! 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 Josef lebt! Nebbig. Josef lebt! In Ägypten. Er ist es, der uns das Getreide nicht bezahlen ließ. Nicht bezahlen? Das ist nicht mein Sohn. Aber er ist es wirklich. Dann ist er krank. Nein, er ist Minister. Ich hab doch immer gesagt, aus dem Buben wird noch was. Das ist doch nichts zu fassen. In diesem Jakob erkenne ich Josef wieder. Schließlich sind sie ja Vater und Sohn. Josef kannte seinen Vater offensichtlich recht genau. Wieso? Jakob war zwar Patriarch, aber dennoch durchaus praktisch eingestellt. Josef hatte einen großen Bahnhof arrangiert. Er hat eine Delegation aus Ägypten geschickt,
um den alten Vater abzuholen. Erst als Jakob sah, was seiner Meinung nach seine Söhne allein nie schaffen konnten, war er bereit, sogar an Wunder zu glauben. Zwischen Kanaan und Ägypten. Den Weg kennen wir aber jetzt schon auswendig. Wir sind ja auch schon da. Auf die Begrüßung zwischen diesen beiden harten Knochen bin ich jetzt neugierig. Mein Vater. Mein Sohn. Bist du nervös? Ihr habt etwas zu lange gebraucht. Wir haben einen Termin beim Pharao. Na dann hin! Pünktlichkeit ist die Höflichkeit des Juden. Die Herzlichkeit von zwei Männern, die genau wissen, was sie wollen. Das war eben eine der Stärken Josefs, nichts zu tun, was nicht einen praktischen Sinn hatte. Und wenn der Pharao dich fragt, was ist euer Gewerbe, so sollt ihr sagen, wir treiben Viehzucht. Dann wird er sagen, kommt und wohnt in meinem Land, denn wir haben keine Viehzucht. Raffiniert. Wenn ich daran denke, was da in späteren Jahrhunderten bei der Integration von Minderheiten für Fehler gemacht wurden. Die Bibel ist kein Märchenbuch, o Landpfleger. Kein Vorwurf, bitte. Woher soll ich die Bibel kennen? Wir sind ja noch mittendrin. Mein Vater mit Namen Jakob. Jakob, was ist euer Gewerbe? Wir treiben Viehzucht, Herr. Kommt und wohnt in meinem Land, denn wir haben keine Viehzucht. Hast du ihm auch den Text angesagt? Das ist eine gewagte Interpretation. Aber es könnte theoretisch so gewesen sein. Ein Hinweis für die Historiker. Und was verbirgt sich hinter dieser Staubwolke? Das sind die Juden auf ihrem Marsch nach Ägypten. Dennoch wird es gut sein, wenn wir Juden unsere Güter beweglich halten. Warum? Was glaubst du, warum wir wieder in Israel sind? Was ist das? Wandern sie schon wieder? Nein, ein Sandsturm kommt auf. Huch, und ich habe alle Fenster offen. Kommt und helft mir! Gib den Befehl, alle Fensterläden schließen. Warum hat mich Jupiter nicht nach Gallien verschlagen? Ach, lass nur, wenn ich so höre, was die Kameraden von Asterix erzählen. Lieber 10 Hinkelsteine als so viel Sand im Arsch. Alle Fensterläden schließen! Halt mal! War das nicht eben der Beschnittene? Ja, freilich. Warum glaubst du, war er so schnell weg? Mit so einer Nase als Staubfänger. Eben. Dann soll er seine Fenster selbst zumachen. Eben. Eben. Wieso? Wieso sind die Fensterläden noch nicht zu? Ich hab's befohlen! Du? Naja, dann muss ich wohl nachsehen.
Wächter! Hier, Landpfleger. Aha, also hier. Und wo ist der andere? Der kreist um die andere Säule. Und wieso sind die Fensterläden nicht geschlossen? Der Sekretär hat's befohlen. Aha. Und den Befehlen eines Einheimischen haben wir nicht zu gehorchen. Aber... Dienstanweisung Nummer 4 von dir. Oh, Landpfleger. Ah ja, dann bleiben die Fenster eben offen. So ist es. Mir kommt vor, als würde ich jede Zeit einen Josef brauchen. Einfach so, zum Aufräumen. Der Chef im eigenen Befehlsnotstand. Claudia! Sekretär! Wir schließen die Fensterläden selber. Was für ein Land. Wenn man einmal die Fenster nicht schließt, staubt einem gleich die Geschichte ins Haus.